Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Pünktlich zum Wochenende gibt es etwas mit Fisch. Ich habe einfach mal in den letzten Wochen mal meine Videos durchforstet und ich habe kein Bagel-Rezept gefunden. Und ich dachte, ich mache mir daher ein leckeres Bagel-Rezept mit leckerem Thunfisch. Die Bagels könnt ihr vorher noch in den Backofen checken, damit die schön lauwarm werden. Das ist auf jeden Fall was super Leckeres und ich lege dann direkt mit dem Rezept los. Wir brauchen etwas Thunfisch, den habe ich in eine Schüssel gegeben. Mayonnaise obendrauf. Salzen und Pfeffern, etwas Paprikapulver und dann erstmal alles gut miteinander vermischen. Wer schärfer mag, kann auch etwas Cayennepfeffer untermischen. Und im nächsten Schritt brauchen wir ein paar Zwiebelringe, saftige Tomaten dürfen bei dem Bagel auch nicht fehlen. Und jetzt brauche ich etwas Frischkäse. Damit schmiere ich dann die untere Seite des Bagels ein. Dann den Thunfisch oben drauf. Alles schön verteilen. Und danach die Zwiebeln. Jetzt der Blattsalat. Danach 2 bis 3 Scheiben Tomaten. Und der Bagel ist fertig. Was soll ich sagen, liebe Leute, der Bagel ist super leicht zu machen und es schmeckt einfach super lecker. Gerade wenn der Bagel aus dem Ofen kommt und das noch so richtig schön warm ist, es ist einfach toll. Wer es pikanter mag, kann auch noch ein bisschen Cayennepfeffer oder Chilis unter den Thunfisch mischen. Und für die Käseliebhaber unter euch, man kann einfach den oberen Bagel erstmal weglassen und dann nochmal ohne den Salat, wohlgemerkt, ein bisschen Käse drüber streuen, meinetwegen ja noch Parmesan. Das im Ofen schön überbacken, damit der Käse knusprig ist. Zum Schluss, wenn alles fertig ist, einfach noch den Salat oben drauf, die Bagel-Oberhälfte und das ist auf jeden Fall auch eine super Variante. Wenn ihr aromatische Gewürze braucht, schaut in meinem Online-Shop vorbei. Da gibt es einen Haufen Gewürze mit kostenlosem Versand. Und lasst mich wissen, wenn ihr mehr Bagel-Rezepte haben wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, würde mich freuen. Dann mache ich gerne ein paar Bagel-Rezepte, denn ich habe noch ein paar auf Lager, die euch sicherlich auch gefallen werden. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben, das würde mich freuen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Appetit.